Hast du schon mal eine Geschichte geschrieben? Ich meine nicht irgendwas, was man im Rahmen des Schulunterrichts schreibt oder sowas. Nein, ich meine eine richtige Geschichte. Eine Erzählung oder vielleicht sogar ein Roman. Wenn ja, dann wirst du dich vielleicht schon mal gefragt haben, wie diese Ideen in deinen Kopf kommen. Ich weiß wie. Es wird dich vielleicht schockieren, also sollst du es besser gehen, wenn du schwache Nerven hast. Du bist also noch da. Nun gut. Ich erzähle es dir. All diese Geschichten, die je ein Autor geschrieben hat, basieren auf Erinnerungen. Erinnerungen aus einem früheren Leben. Natürlich haben sich diese Ereignisse nicht so abgespielt, wie sie später niedergeschrieben worden sind. Die meisten haben nur einen ziemlich kleinen Kern, wie ich ihn nenne. Dieser Kern ist die eigentliche Erinnerung. Der Rest ist meist nur nachgeahmt von anderen Geschichten. Du wirst dich vielleicht auch fragen, ob auch all die Fabelwesen und Monster aus fantastischen Geschichten real sind. Nun, einige davon sind einfach noch nicht entdeckt worden. Und andere, wie Vampire, Werwölfe, Zombies und dergleichen, die Unwesen, wie ich sie nenne, haben die Eigenschaft, dass du sie wenige Stunden, nachdem du eines von ihnen gesehen hast, vergisst und dich erst wieder in deinem nächsten Leben daran erinnerst. Vorausgesetzt, dass du die Begegnung überlebst. Ansonsten wirst du dich, im Gegensatz zu anderen Erinnerungen, nicht an sie erinnern können. Warum sonst glaubst du, überlebt der Held in solchen Geschichten immer diese Begegnung? Vielleicht bist du ja auch schon mal einem begegnet. Auch die Geschichten von Göttern basieren auf Erinnerungen von realen Wesen. Diese leben allerdings in anderen Dimensionen und lediglich die Erinnerungen, die wir verblasst wahrnehmen, versetzen den Ort des Geschehens auf die Erde. Die großen griechischen Dichter und Schriftsteller haben Formen entwickelt, um diese Erinnerungen besser ausdrücken zu können. Woher ich das alles weiß? Nun, weil ich, warum auch immer, mich an all meine früheren Leben erinnere. Aus irgendeinem Grund treibt mich das auch nicht in den Wahnsinn. Vielleicht liegt es an meinem ersten Leben, dem ich in einem blutigen, intriganten Krieg ums Leben kam. Mein zweites Leben verbrachte ich größtenteils auf mich allein gestellt, auf hoher See und an noch viel schlimmeren Orten. In meinem dritten Leben erfand ich die Dichtkunst, um meine Erinnerungen festzuhalten. Damit die Menschen meine Geschichten nicht für zu fantastisch hielten, versetzte ich den Ort des Geschehens auf die Erde und änderte einige Stellen ab. Doch ich denke, die Menschheit ist nun bereit, die Wahrheit zu erfahren. Und das Internet scheint mir perfekt dafür geeignet zu sein. Verbreite bitte diesen Text, damit ihn alle lesen können. Gezeichnet: Homer.